Es besteht nicht einmal der Hauch eines Zweifels daran, dass dies das wichtigste YouTube-Video ist, das ich zu meiner Lebzeit machen werde. Der Zeitpunkt ist eigentlich perfekt. Ich lebe nun schon ein halbes Jahrhundert auf diesem Planeten und noch nie war ich mehr von dem Eindruck beseelt, dass wir uns in massiver Gefahr befinden. Eine Gefahr, die uns Steven Pinker verheimlicht hat. Die Gefahr, der größten und destruktivsten Gruppierung zum Opfer zu fallen, die diese Welt jemals gesehen hat. Ich spreche von der zahlenmäßig unerschöpflichen Armee der Dummköpfe. Sie mögen nicht durch eine Uniform geeint sein, doch sie sind überall. Wir sind im Zeitalter des Idioten angekommen. Und du müsstest dich verdammt ins Zeug legen, um mich vom Gegenteil zu überzeugen. Mit der Dummheit verhält es sich wohl ein wenig wie mit der Pornografie. Obwohl es schwierig ist, präzise abzustecken, was genau Pornografie ausmacht, wenn wir sie plötzlich sehen, wissen wir genau, dass es das ist, was diesen Namen verdient. Mit der Dummheit ist das sehr ähnlich. Wenn sie sich vor uns manifestiert, wissen wir doch immer, was wir sehen. Doch der konstruktivistische Philosoph würde einwenden, dass dieser Anspruch an Objektivität bei der Pornografie und der Dummheit nicht deshalb versagt, weil beide Objekte der Betrachtung dafür zu sperrig oder zu verwaschen sind, sondern weil der grundsätzliche Anspruch an jegliche Objektivität in Wirklichkeit zum Scheitern verurteilt ist. Um das zu erkennen, bräuchte man eigentlich nur den Fernseher einzuschalten und sich mundwinkelzuckend anzusehen, was jene, die sich zu den Bewahrern der Objektivität aufgeschwungen haben, selbst darunter verstehen. Natürlich sind die meisten deutschen Journalisten nur Trommler für irgendeine Ideologie. Und das ist kein Vorwurf. Es ist, was es ist. Leb damit, zieh weiter. Dieser Anstrich der Objektivität ist ja etwas, das man sich wie Vaporub auf die Brust schmiert, um nachts besser schlafen zu können. Mit einer Wirklichkeit hat das nichts zu tun. Es gibt keine objektiven Journalisten und das muss es auch nicht. Somit ist auch bei der Betrachtung der menschlichen Dummheit jeder am Ende allein auf sich selbst gestellt, denn eine allgemeingültige, mathematische oder pathologisch greifbare Eingrenzung des Begriffes Dummheit wird es wohl nicht geben. Bevor man über die Dummheit spricht, sollte man wenigstens den formalen Versuch unternehmen, sich der Etymologie und Bedeutung des Begriffes zu nähern, damit wenigstens ein gewisser Anstrich von Fachwissen hier entsteht, denn das ist oft genau das, was die Zuhörer oder Zuschauer brauchen, um ein wohliges Gefühl von Kompetenz zu empfinden. Jetzt kommt also für ungefähr 60 Sekunden der mit Abstand unwichtigste Teil dieses Videos. Dumm ist heute wohl mit dem Begriff blöd gleichzusetzen, obwohl beide Wörter unterschiedliche Wurzeln haben, da blöd vor Jahrhunderten eher als ein Begriff für Schüchternheit und eine gewisse Unbeholfenheit in persönlichem Umgang bedeutete. Also mehr wie die heutigen Begriffe tollpatschig oder linkisch. Während dumm in seiner Etymologie vielmehr auf Einfältigkeit und allerlei törichtes, auffälliges Verhalten einzahlt, das Wort in leichter Abwandlung ist seit Jahrhunderten ein konstanter Bestandteil der deutschen Sprache, lange Zeit als tump geschrieben mit T und B. Die Wurzeln liegen wohl bei dem gotischen dumps, das stumm bedeutet, aber auch dem germanischen dumba, das wiederum taub bedeutet. Im Englischen bedeutet das Wort dumb bis heute gleichermaßen dumm und stumm. Im Barock war noch das Wort tump verbreitet mit T und P, das häufig eher unerfahren oder jugendlich ahnungslos bedeutete. Nun, die Dummheit, über die ich hier sprechen möchte, hat mit Stummheit leider nicht viel zu tun. Heute erfahren wir Dummheit im Gegenteil stets sehr lauthals. Und das ist sichtlich ein Teil des Problems. Es wäre ein vermessener Irrtum anzunehmen, dass Dummheit sich durch die Absteckung des Intelligenzquotienten kartieren lässt, sozusagen als so eine Art Negativraum zum Intellekt. Schön wäre es, doch es ist gerade einer der zentralen Punkte dieses Videos deutlich zu machen, dass das so nicht stimmt. Die Sache mit der Dummheit ist perfider und damit deutlich gefährlicher.
Und doch lässt sich nicht ignorieren, dass ein beachtlicher Teil aller Philosophen tief von diesem Eindruck beseelt waren, dass die Dummheit viel präsenter und viel größer in unserer Mitte grassiert, als wir es uns eingestehen. Und davon zeugt eine unglaubliche Fülle aus Zitaten und Aphorismen, die allesamt die Menschheit als diesen Hort dumpfer, egoistischer und selbstzerstörerischer Spinner erkannt haben. Doch zugleich hat kaum einer dieser Philosophen das heiße Eisen der Dummheit frontal angepackt und in all seiner grotesken Traurigkeit bloßgelegt. Die Psychologie, Neurologie, aber auch die Anthropologie haben die letzten 100 Jahre sicherlich einige Anstrengungen unternommen, um die menschliche Intelligenz messbar zu machen, mit unterschiedlichen Erfolgen. Doch die Dummheit hat sichtlich viel weniger Aufmerksamkeit erhalten, genau genommen so gut wie keine. Das hat sicher damit zu tun, dass sie nicht wirklich pathologisch ist, sondern mehr einem volksnahen Konstrukt entspricht, dessen Bedeutung nicht weniger unklar ist wie andere ähnliche Begriffe wie Seele, Bewusstsein oder Geist. Nun, vorweg sollte man sich vielleicht von der intuitiven Idee verabschieden, dass Intelligenz und Dummheit ein semantisches Gegensatzpaar sind. Ähnlich verhält es sich mit der Wahrheit und der Lüge. Die sind nur in einem sehr losen, geradezu volkstümlichen Sinne Gegensatzpaare, denn a priori sind sie es nicht. Die Lüge ist ein relativ konkreter Vorgang, an den Rändern vielleicht kulturell verwaschen, doch im Kern sind Lügen greifbar und beweisbar. Man kann sie geradezu in mathematischen Formeln ausdrücken. Die Wahrheit ist hingegen deutlich ätherischer und es ist kein Wunder, dass sie als Begriff in der modernen Philosophie zwischen Wittgenstein und dem radikalen Konstruktivismus gänzlich abgelehnt wird. Um Heinz von Förster zu zitieren, die Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners. Der Lügner ist immer real, die Wahrheit. Ähnlich verhält es sich mit dem Wortpaar Intelligenz und Dummheit. Die Intelligenz mag durchaus ihre Definitionshürden besitzen, betrachtet man sie streng neurologisch und psychologisch. Aber es gibt zumindest einen gewissen mechanistischen Ansatz, wie zum Beispiel die Messung der neuronalen Verbindungen, der immerhin eine Unterscheidung zwischen der Intelligenz von Tieren erlaubt. Wenn wir zum Beispiel wissen, dass ein Tier, sagen wir mal, fünfmal so viele neuronale Verbindungen besitzt als eine andere Tierart, so können wir mit einer gewissen Gewissheit davon ausgehen, dass die besagte Tierart entsprechend intelligenter ist als die andere. Doch es wäre zu flapsig und sichtlich kontraproduktiv zu sagen, dass Tiere mit einem kleineren Neuronennetz im Gehirn dümmer sind. Man kann es sagen, aber hier stellt sich bereits die Frage, ob diese Formulierung nicht viel mehr über ihren Überbringer aussagt. Denn was ist, wenn eben Dummheit gerade nicht ein Mangel an Intelligenz ist und sich eben nicht durch den Negativraum jenseits des Intellekts definiert? Was ist, wenn Dummheit eine natürliche Konsequenz der unikaten Bewusstwerdung des Menschen ist und somit in Wirklichkeit etwas viel, viel perfideres und damit etwas, das ausschließlich in das Reich des Homo sapiens gehört. Deshalb, Tiere sind niemals dumm. Sie haben oft nur eine sehr begrenzte neuronale Leistungsfähigkeit. Die Dummheit ist somit deutlich schlechter greifbar als die vermeintliche Intelligenz. Und das berührt vermutlich ein klassisches Problem der Bewusstseinsforschung. Denn es könnte natürlich sein, dass Dummheit gerade deshalb so schwer erfassbar ist, dass sie ein subjektives Phänomen ist, untrennbar von der menschlichen Psyche und vom Bewusstsein. Und die Erkenntnis von Dingen, die wir nicht wirklich in Gänze von außen betrachten können, hat sich schon immer als sehr schwer erwiesen. Und ich vermute mal ganz frech, dass Soziologen, Verhaltensforscher und Psychologen einen schwachen Wert bei einem IQ-Test niemals selbstredend als einen Ausdruck von Dummheit deuten würden. Das wäre zu verkürzt. Und es gibt vermutlich eine Menge Leute, die man aus persönlicher Erfahrung als extrem smart, gerissen, clever und intelligent bezeichnen würde, die aber bei einem IQ-Test relativ schlecht abschneiden. Interessant an dieser Stelle erscheint, dass im Vergleich der asymmetrischen Wortpaare Intelligenz, Dummheit und Lüge, Wahrheit, die Intelligenz analog zu der Lüge steht, während Dummheit analog zu der Wahrheit steht, zumindest hinsichtlich der Greifbarkeit des Begriffs. Doch das hat vermutlich nichts zu bedeuten. Fräulein Lustig, streichen Sie den letzten Absatz.
Doch dieser Nebel soll sich nun zumindest ein kleines wenig lüften durch die geleistete Vorarbeit von Carlo M. Cipolla. Doch damit fangen schon mal die Probleme an, denn sein epochaler Beitrag, die Prinzipien der menschlichen Dummheit, ist nicht ganz ernst gemeint. Es ist eine Satire auf wissenschaftliche und gesellschaftliche Betrachtungen der modernen Zeit. Bevor wir uns also den eigentlichen Fragen der Dummheit nähern, möchte ich einige Worte über die Genesis dieses kleinen Büchleins verlieren. Der Inhalt dieser kleinen Humoreske sind zwei Aufsätze, die Cipolla in den 70er Jahren auf Englisch verfasste und in kleiner Auflage als ein augenzwinkerndes Geschenk an seine Kollegen und Freunde verteilte. Er konnte nicht ahnen, was er damit antat, denn in diesem intellektuellen Untergrund aus Philosophen, Historikern und Wirtschaftswissenschaftlern waren beide Texte ein kleiner Hit, der privat immer weiter kopiert wurde und zunehmend mehr Aufmerksamkeit auf sich zog, als Cipolla vielleicht lieb war, denn er hatte beide Texte in einer eher schmunzelnden Gesinnung und zur sichtlichen Belustigung seiner Freunde geschrieben. Der erste Text, der 1974 verfasst wurde, hat mit dem Thema unseres Videos hier wenig zu tun. Ich möchte ihn dennoch kurz ansprechen, da hier durchaus starke Anknüpfungspunkte auf unseren heutigen Zeitgeist bestehen und somit gräbt man nur tief genug einen Zusammenhang mit der allgegenwärtigen Dummheit doch irgendwie auch vorliegt. Der Text trägt den Titel »Die Rolle der Gewürze, insbesondere des Pfeffers, für die wirtschaftliche Entwicklung des Mittelalters« und ist eine knappe Beschreibung der wirtschaftlichen Mechanismen des späten Mittelalters am Beispiel des Gewürzhandels mit dem Orient. Das Ganze ist natürlich ein riesiger Witz und ein schelmisches Spiel mit einem sehr großen Trugschluss in der Denkweise vieler Menschen. Die Rede ist von cum hoc ergo propter hoc oder etwas einfacher ausgedrückt, Korrelationen sind keine unweigerlichen Kausalitäten. Ich habe vor langer Zeit zu diesem Thema ein ganzes Video gemacht. Cipolla erschafft ein auf den ersten Blick faktisches Narrativ, also eine vollkommen irrwitzige Erzählung darüber, dass die Präsenz des Pfeffers auf dem mittelalterlichen Markt eine direkte Wirkung auf den europäischen Bevölkerungszuwachs hat, da Pfeffer zugleich eine aphrodisische Wirkung nachgesagt wird. Hierbei greift Cipolla stereotypische historiografische Thesen auf, von der Idee, die römische Bevölkerung hätte sich selbst durch Bleivergiftung ausgelöscht und damit die Dark Ages, das dunkle Frühmittelalter, ausgelöst. All dies ist garniert mit kleinen Unwahrheiten, die augenzwinkernd in die ansonsten quasi faktische Suppe gestreut werden, wie zum Beispiel, dass Peter der Einsiedler im Alleingang die Idee des ersten Kreuzzugs ausgeheckt hatte, weil er von einer unstillbaren Lust auf Pfeffer besessen war, der ihm in seiner frugalen Lebensweise nicht zugänglich war. Doch er träumte von den Pfeffersäcken in der Levante und von da an verselbstständigte sich die Sache irgendwie und wir bekamen die Kreuzzüge. Man fühlt sich unweigerlich an Dan Brown erinnert und die Art, wie er seine abenteuerlichen Romane zusammenschraubt. Aber die Aussagekraft des kurzen Essays von Cipolla geht deutlich tiefer und mahnt gerade die Historiker, dass sich Schlussfolgerungen und Querverbindungen historischer Fakten und Erkenntnisse häufig anbieten, aber deshalb sollte man nicht unbedingt den historiografischen Köder schlucken und Dinge postulieren, die ausschließlich auf Korrelationen beruhen, die zwar interessant sein mögen, doch man darf nicht vergessen, dass diese Daten häufig auch in anderer Manier zusammengesteckt werden können, mit ganz anderen historischen Aussagen. Das Thema hier lautet also Bias, die Voreingenommenheit und die Sehnsucht nach einem ganz bestimmten Ergebnis, ein Dorn in der Seite einer jeden wissenschaftlichen Disziplin. Doch wir alle können von diesem kurzen Text etwas lernen, insbesondere dann, wenn wir uns unser Weltbild anhand sekundärer und tertiärer Fakten formen, wie zum Beispiel unsere Haltung gegenüber einem politischen oder militärischen Konflikt. Doch all dies mutet wie eine leichtfüßige Übung an oder eine kalorienarme Vorspeise verglichen mit dem Hauptgericht, das Cipolla hier mit dem zweiten Aufsatz liefert.
Die fünf Prinzipien der menschlichen Dummheit erreichten lange vor ihrer offiziellen Publikation einen Kultstatus und faszinieren bis heute die Gedanken vieler Menschen, allem voran weltabgewandte, kulturpessimistische Misanthropen. Doch die Faszination hat auch einen Preis oder ein philosophisches Problem. Doch auch dazu kommen wir später. In der kurzen Einleitung zieht Cipolla Vergleiche zwischen dem Tierreich und dem Menschen. Er würdigt die Mühen, welche alle Spezies erdulden mussten, um erfolgreich durch die Auslese der Evolution hindurchzukommen, merkt aber auch süffisant an, dass es gerade der Mensch ist, der eine zusätzliche Bürde in seiner Mitte zu tragen hat. Ich lese hier direkt bei Cipolla. Die Menschen besitzen allerdings das Privileg, sich ein zusätzliches Gewicht, eine Extradosis an täglichen Plagen aufhalsen zu müssen, die von einer Gruppe von Personen verursacht werden, die genauso Menschen sind wie alle anderen. Diese Gruppe ist viel mächtiger als die Mafia, die Rüstungsindustrie oder die kommunistische Internationale. Es handelt sich um eine Gruppe ohne feste Organisation. Sie bildet keinen Flügel innerhalb irgendwelcher Fraktionen. Sie hat keinen Vorstand, keinen Präsidenten, keine Satzung und dennoch gelingt es ihr, in so perfektem Einklang zu agieren, als würde sie von unsichtbarer Hand geführt. Dies geschieht in einer Weise, dass die Aktivitäten eines einzelnen Gliedes dieser Gruppe die Wirksamkeit aller anderen Glieder entscheidend stärken und ausweiten. Die Natur, der Charakter und das Verhalten der Glieder dieser Gruppe sind Gegenstand der nachfolgenden Seiten. Cipolla unterscheidet bei seinen prinzipiellen Untersuchungen der Dummheit fünf Maximen, die ich nachfolgend durchgehen möchte. Also fünf Sätze oder fünf Regeln, die helfen, das Wirkungsprinzip der Dummheit in einem größeren Zusammenhang zu erfassen. Der Satz Nummer eins hierbei lautet: Stets und unvermeidlicherweise unterschätzt jeder von uns die Anzahl dummer Individuen, die sich in Umlauf befinden. Cipolla sagt hier also ganz deutlich, dass in jeder Gruppe an Menschen die Anzahl der Dummköpfe immer deutlich höher ist, als die betrachtende Person annimmt. Und diese Ansicht ist letztendlich davon entkoppelt, ob nun die betrachtende Person selbst ein Dummkopf ist oder nicht. Er sagt hier also ganz deutlich, dass wir unentwegt von der Intuition verraten werden, dass die Anzahl der Dummköpfe in einem beliebigen Bevölkerungsteil oder in einem Saal voller Partygäste überschaubar bleibt. In Wirklichkeit sind es viele, viele mehr und es sind immer mehr, als wir eigentlich annehmen. Und Cipolla gibt zu, dass es grundsätzlich schwer sein dürfte, die Anzahl der Dummköpfe in einem Raum genau festzulegen, letztendlich da die Interferenzen von unterschiedlichen Signalen hier einfach zu groß sind. Und so legt er hier ein Symbol fest, einen Parameter und wählt dafür den griechischen Buchstaben Sigma. Sigma bedeutet stets die nicht exakt bekannte Anzahl an Dummköpfen in einer Gruppe. Und wir können bei Sigma immer nur mit Gewissheit sagen, dass dieser Wert höher ist als unsere intuitive Annahme. Und natürlich kann sich ein positivistisch denkender Optimist an dieser Stelle empören und sagen: Was verstehst du eigentlich unter einem Dummkopf? Gute Frage. Und mit genau dieser Frage beschäftigen sich die anderen vier Maximen der menschlichen Dummheit. Denn der Satz 2 lautet: Die Wahrscheinlichkeit, dass eine bestimmte Person dumm ist, besteht unabhängig von jedweder anderen Eigenschaft derselben Person. Damit lehnt sich Cipolla gegen jegliche Diskriminierung auf. Für ihn fokussiert sich Dummheit nicht nach Rassen, Geschlechtern oder sozialem Status. Es spielt keine Rolle, welche Hautfarbe ein Mensch hat, welches Geschlecht die Person hat oder aus welcher gesellschaftlichen Schicht diese Person kommt. Und gerade dieser Punkt ist ihm wichtig. Die Herkunft dieser Person ist bei der Absteckung von Dummheit genauso unwichtig wie die Tatsache, ob diese Person Sommersprossen hat oder Turnschuhe trägt. Es ist irrelevant. Cipolla geht sogar weiter und schreibt, dass man genauso gut auf eine Veranstaltung gehen kann, wo zu weiten Teilen nur Nobelpreisträger eingeladen sind. Und es wird nichts am Wert Sigma im Raum ändern. Es spielt keine Rolle, ob ich mich gerade mitten im Bundestag befinde oder inmitten eines philosophischen Seminars oder in einer Fabrik, wo eine Menge Leute kaum die Grundlagen der Orthographie beherrschen. Es spielt keine Rolle.
Der Wert Sigma ist in all diesen Situationen weitgehend gleich. Warum? Psst, das ist doch das große Geheimnis des menschlichen Gemeinwesens. Weißt du das denn nicht? Dummheit war noch nie ein Grund, um nicht die Leiter hochzufallen. Dummheit ist vielen Leuten nützlich, die von ihr kaum betroffen sind. Dummheit ist ein Hit, wenn der Politiker gerade auf Stimmfang ist. Dummheit ist quicklebendig im Rahmen des Peter-Prinzips und des Dunning-Kruger-Effekts. Dummheit ist hochpopulär in Chefetagen, in PR-Agenturen, in Werbeunternehmen, im Einzelhandel. Dummheit wird belohnt, weil der Kapitalismus die Dummheit liebt. Das sagen wir nun nicht so laut heraus, weil der Blick in den Spiegel schon immer ein kleines Problem war. Doch monetaristische Strukturen ohne Dummheit sind undenkbar. Es gehört auch ein wenig Dummheit dazu, um nach 500 Jahren immer noch an die gänzlich fiktive Existenz des Geldes zu glauben. Ich meine, dir ist schon klar, dass jedes Mal, wenn ein beknackter Milliardär in den Weltraum fliegt, er erstmal eine Milliarde Dummköpfe abzocken musste, die ihm dann dafür auch noch den Hintern küssen. Ich meine, muss ich das mit Malen nach Zahlen vermitteln, bis der Groschen fällt? Wir müssen hier mal kurz anhalten und für einen Atemzug auch Abstand von dem Buch nehmen. Das ist jetzt sozusagen nicht Carlo M. Cipolla, das ist die Lex Picard. Bist du bereit? Der Mensch neigt zu einer extrem arroganten Selbstwahrnehmung, die in keinster Weise verdient ist. Wenn ich das schon höre, wir Menschen sind nun mal zu etwas fähig, was in der Natur niemand kann. Wir komponieren Symphonien, formulieren die Relativitätstheorie, bauen epochale Bauwerke, die Jahrhunderte überdauern. Wir schreiben philosophische Texte von historischer Tragweite. Wir heilen Krankheiten und blicken tief in die Abgründe des Weltraums. Der Mensch als der epochale Denker. Oft wird es ja hervorgebracht, um zum Beispiel den eigenen Fleischkonsum zu rechtfertigen oder zu sagen: Oh, Coco der Gorilla konnte gar nicht wirklich sprechen. Hat sie denn jemals ein Shakespeare-Sonett verstanden? Hier ist das Problem. Du hast auch keine Symphonie komponiert und ganz sicher nicht die Relativitätstheorie formuliert. Du hast kein epochales Bauwerk erbaut und ein brauchbares Renaissance-Sonett war auch nicht dabei. Der gesamte menschliche Fortschritt, der gesamte Aufstieg aus dem Sumpf der Krankheiten, Raubtiere und anderer urzeitlicher Gefahren wurde stets von einzelnen, hyperintelligenten Individuen bestritten. Vielleicht einer oder eine in 10.000? Wer weiß es schon? Das ist wohl, wo der Sigma-Faktor reinkommt. Und ich erzähle das nur, damit du nicht auf diese fehlgeleitete Idee kommst. Ich habe Jura studiert oder Betriebswirtschaft, also kann ich unmöglich ein Dummkopf sein. Werner Heisenberg war einer der intelligentesten Typen seiner gesamten Ära und zugleich ein totaler Vollidiot. Und jeder, der sich mit ihm länger als eine Stunde beschäftigt, findet es von selbst heraus. Und mit dieser Ambivalenz musst du eben leben. Carlo M. Cipolla nimmt in seinem Aufsatz ebenfalls an genau dieser Stelle Auszeit. Er sagt, bevor dir der Hut komplett hochgeht, halten wir doch mal inne und versuchen uns an einigen konkreten Definitionen des Dummheitsbegriffs. Versuchen wir das mal ein wenig zu visualisieren. Und das ist, wo es verdammt spannend wird. Und ich möchte an dieser Stelle Herrn Cipolla selbst zu Wort kommen lassen, während wir seine Gedanken mit einer Schautafel ergänzen. Es ist Diagrammzeit. Drittes Kapitel. Eine technische Pause. An diesem Punkt ist es notwendig, den Begriff menschliche Dummheit zu klären und die Dramatis Persona zu definieren. Die Menschen weisen unterschiedliche Grade in ihrer Neigung zur Sozialisierung auf. Es gibt Menschen, für die jede Art von Kontakt mit anderen Menschen eine qualvolle Notwendigkeit ist. Oh ja. Sie müssen andere im wahrsten Sinne des Wortes ertragen und die anderen müssen sie ertragen. Am gegenüberliegenden Ende dieses Spektrums gibt es Menschen, die unter gar keinen Umständen alleine leben können und daher sogar bereit sind, ihre Zeit lieber in Gesellschaft von Personen zu verbringen, die sie verachten, als alleine zu leben. Zwischen diesen beiden Extremen liegt eine Vielzahl unterschiedlichster Verhaltensweisen, obwohl die große Mehrheit unter den Menschen eher dem Typus zuneigt, der Einsamkeit nicht ertragen kann, als dem, der keinerlei Neigung zu menschlichen Beziehungen hat.
Aristoteles war dieser Umstand bewusst, als er schrieb, dass der Mensch ein Gesellschaftstier sei, und die Gültigkeit seiner Behauptung ist durch den Umstand bewiesen, dass wir uns in Gesellschaftsgruppen bewegen, dass es mehr Verheiratete als Nichtverheiratete oder Junggesellen gibt, dass ungeheuer viel Geld und Zeit für nervtötende, langweilige Cocktailpartys vergeudet wird und dass das Wort Einsamkeit in aller Regel eine negative Färbung hat. Ob nun einer zum Typus des Eremiten oder zum Typus des Salonlöwen gehört, er hat es in jedem Fall mit Menschen zu tun, wenn auch mit unterschiedlicher Intensität. Manchmal treffen nämlich auch Eremiten auf Menschen. Außerdem steht er immer in einem Verhältnis zu den Menschen, auch wenn er sie meidet. Das, was ich für einen Menschen oder eine Gruppe hätte tun können und nicht getan habe, stellt eine Kostenzweckmäßigkeit, das heißt einen nicht gemachten Gewinn bzw. einen Verlust für die betreffende Person oder Gruppe dar. Die Moral dieser Geschichte ist, dass jeder von uns eine Art Bankkonto beim anderen unterhält. Aus jeder Handlung oder Nichthandlung zieht jeder von uns einen Gewinn oder einen Verlust. Gleichzeitig aber bestimmt er auch den Gewinn oder Verlust für den anderen. Gewinn und Verlust lassen sich zweckmäßigerweise durch eine Grafik darstellen, und diese Tafel zeigt das Grundmuster, das man hierfür verwenden kann. Die Grafik bezieht sich auf einen Menschen, den wir Hinz nennen wollen. Die X-Achse misst den Gewinn, den Hinz aus seiner Tat zieht. Die Y-Achse verdeutlicht den Gewinn, den ein anderer Mensch oder eine andere Gruppe von Menschen in der Folge der Handlung unseres Hinz zu verbuchen hat. Der Gewinn kann positiv, null oder negativ sein. Ein negativer Gewinn ist ein Verlust. Die X-Achse misst die positiven Gewinne unseres Hinz, und zwar rechts vom Nullpunkt, während die Verluste unseres Hinz links vom Nullpunkt angezeigt werden. Die Y-Achse verzeichnet entsprechend oberhalb oder unterhalb des Nullpunkts die Gewinne oder Verluste der Person oder der Personengruppe, mit der Hinz zu tun hat. Um die Sache einmal deutlich zu machen, nehmen wir ein hypothetisches Beispiel, das sich auf die Tafel bezieht. Hinz handelt gegenüber Kunz. Wenn Hinz aus seiner Tat einen Gewinn zieht und Kunz aus derselben Tat einen Verlust, wird die Tat in der Grafik mit einem Zeichen in Feld B eingetragen. Die Gewinne und Verluste können auf den X- und Y-Achsen in Dollar, Mark oder Lire, wenn man Lust dazu hat, eingetragen werden. Aber man muss auch die Belohnungen, psychologischen und gefühlsmäßigen Genugtuungen und den psychologischen und gefühlsmäßigen Stress eintragen. Natürlich handelt es sich dabei um immaterielle Güter oder Übel, die sich mit objektiven Maßstäben nur schwer darstellen lassen. Eine Analyse, etwa in der Art einer Kosten-Nutzen-Rechnung, kann da helfen und das Problem lösen, wenn auch nicht vollständig. Aber ich will den Leser nicht mit technischen Kleinigkeiten belästigen. Eine Ungenauigkeitsmarge kann lediglich der Messung etwas anhaben, nicht aber der Kernfrage des Arguments. Eines sollte allerdings klar sein: Bei der Erwägung von Hinzens Tat und bei der Bewertung des Nutzens oder des Verlusts, die Kunst daraus entstehen, muss man von Hinzens Wertvorstellungen ausgehen. Doch um Kunzens Gewinn oder Verlust zu ermitteln, ist es absolut notwendig, von Kunzens und nicht von Hinzens Wertvorstellungen auszugehen. Es kommt viel zu häufig vor, dass man einfach über diese Regeln des Fairplay hinweggeht, und viele Probleme kommen überhaupt erst zustande, weil man diesen Grundsatz zivilisierten Verhaltens nicht respektiert. Kehren wir noch einmal zu einem banalen Beispiel zurück. Hinz gibt Kunz einen Schlag auf den Kopf und empfindet darüber Genugtuung. Hinz könnte vielleicht die Meinung vertreten, dass Kunz glücklich sei, einen Schlag auf den Kopf erhalten zu haben, aber es ist wesentlich wahrscheinlicher, dass Kunz nicht der gleichen Meinung ist wie Hinz. Im Gegenteil, Kunz könnte den Schlag auf seinen Kopf für einen äußerst bedauerlichen Unfall halten. Ob der Schlag auf Kunzens Kopf nun ein Gewinn oder ein Verlust für Kunz war, kann nur Kunz entscheiden und nicht Hinz. Das mag nun ein wenig verwirrend sein, weil wir es nicht gewohnt sind, in solchen Parametern zu denken. Aber die letzten Minuten waren in Wirklichkeit viel lehrreicher, als wir es vielleicht jetzt gerade empfinden. Das wird dann deutlich, wenn ich nun das letzte und wichtigste Versatzstück dieses Diagramms erkläre, nämlich weshalb die vier quadratischen Bereiche mit den Buchstaben U, I, B und D versehen wurden. Und dazu müssen wir den dritten Grundsatz lüften.
Und der ist am wichtigsten und Cibola geht sogar so weit, diesen als das goldene Prinzip zu bezeichnen. Das dritte Prinzip setzt voraus, obgleich es dies nicht deutlich ausspricht, dass die Menschen zu einer der folgenden vier Grundkategorien gehören: die Unbedarften, die Intelligenten, die Banditen und die Dummen. Der scharfsinnige Leser wird ohne Schwierigkeiten verstehen, dass diese vier Kategorien den vier Feldern U, I, B und D der Ausgangsgrafik entsprechen. Wenn Hinz eine Tat begeht und dabei einen Verlust einsteckt, zugleich aber Kunst damit einen Vorteil verschafft, wird Hinzens Zeichen in das Feld U eingetragen. Hinz hat sich als unbedarft erwiesen. Wenn Hinz eine Tat begeht und einen Vorteil daraus zieht, gleichzeitig aber auch Kunst einen Vorteil damit verschafft, wird sein Zeichen ins Feld I eingetragen. Hinz hat sich als intelligent erwiesen. Wenn Hinz eine Tat begeht, die ihm einen Vorteil, Kunst aber einen Verlust einbringt, wird Hinzens Zeichen ins Feld B eingetragen. Hinz hat sich wie ein Bandit benommen. Die Dummheit entspricht dem Feld D und allen Positionen auf der Y-Achse unterhalb des Nullpunkts. Das dritte Prinzip klärt ausdrücklich: Ein dummer Mensch ist ein Mensch, der einem anderen Menschen oder einer anderen Gruppe von Menschen einen Schaden beibringt, ohne zugleich einen Gewinn für sich selbst dabei herauszuziehen oder sogar einen Verlust erleidet. Nun beschäftigt sich Cipolla mit der Verteilung der Häufigkeit in seinem Dummheitssystem. Er räumt ein, dass natürlich erstmal nur die Tat kartiert werden kann und nicht unbedingt der Mensch an sich, da die meisten Leute kompliziert sind und in einer Lebenslage sozusagen sehr intelligent handeln, während sie sich in einer anderen Lebenslage wie die letzten Dummköpfe benehmen. Das ist die alltäglichste aller Erfahrungen. Somit darf so ein Diagramm immer nur als etwas Prinzipielles verstanden werden. Es hat keine quantitative Aussagekraft. Am allerwenigsten bedeutet es, dass die Menschen sich in vier gleich große Gruppen aufteilen. Keineswegs. Aber Cipollas Brot und Butter war unter anderem die Ökonomie und so scheint die monetäre Perspektive zu den kohärentesten Fallbeispielen zu führen. Betrachten wir die Banditen. Die Banditen fallen dadurch auf, dass sie imstande sind, für sich klare Vorteile herauszuholen, weshalb sie entlang der X-Achse auf der rechten Seite dargestellt sind. Doch für die anderen, für die Gesellschaft, sind sie natürlich eine Pest, denn ein Bandit kann nur dadurch einen Vorteil für sich sichern, indem er jemandem einen Nachteil beschert. Darum ist ein Bandit auf der Y-Achse in der unteren Hälfte. Nun kann man einen idealen Banditen postulieren. Cipolla spricht von einem perfekten Banditen. Ein perfekter Bandit zeigt sich dadurch, dass er in einfacher, geradliniger Art und Weise stiehlt, was letztendlich die klassische, aber auch die sauberste Art des Banditentums ist. Er raubt 100 Euro, das bedeutet, dass eine Person 100 Euro verliert. Ein Minuswert, der sich auf der Y-Achse einzeichnen ließe, während eine Person 100 Euro gewinnt, der Bandit nämlich, ein positiver Wert auf der X-Achse. Die lotrechte Verbindung hier führt immer zu einem Punkt auf der perfekten Diagonale. Cipolla sagt allerdings, dass solche idealisierten Banditen immer etwas selten sind, aber sie unterteilen das B-Feld in zwei Unterkategorien, die Cipolla als BI und BD bezeichnet. Cipolla schreibt dazu: Die Banditen, die das Feld BI besetzen, sind diejenigen, deren Gewinne höher sind als die Verluste, die sie anderen zufügen. Alle Banditen, die einen Punkt im Feld BI besetzen, sind unehrlich, verfügen aber gleichzeitig über einen hohen Intelligenzgrad und je weiter sich ihre Position in die rechte Richtung auf die X-Achse zu verlagert, umso mehr treffen auf diese Banditen die Merkmale eines intelligenten Menschen zu. Unglücklicherweise sind diejenigen, die eine Position im Feld B1 besetzen, nicht sehr zahlreich. Den größten Teil der Banditen findet man nämlich im Feld BD. Die zu diesem Feld gehörenden Banditen sind Menschen, deren Taten ihnen niedrigere Gewinne einbringen, als die Verluste hoch sind, die sie anderen zufügen. Wenn ein Bandit dich zu Boden wirft, wobei du dir ein Bein brichst, und das nur um 100 Mark zu klauen, oder er verursacht Schäden an deinem Auto, die 1000 Mark betragen, nur um ein Autoradio zu stehlen, für das er bestenfalls 50 Mark bekommt. Wenn er einen Schuss auf dich abfeuert und dich dabei tötet, nur um in Gesellschaft deiner Frau eine Nacht in Monte Carlo zu verbringen, können wir vollkommen sicher sein,
dass es sich dabei nicht um einen perfekten Banditen handelt. Selbst wenn wir seine Maßstäbe anlegen, um seinen Gewinn zu ermitteln, dagegen unsere Maßstäbe, um unseren Verlust zu ermitteln, gehört er in den Bereich BD und zwar ganz dicht an die Grenzlinie zur reinen Dummheit. Hier ist aber ein Problem, das langsam die ganze Misere offenbart und ein Problem, das du im Hinterkopf behalten solltest, wenn du das nächste Mal das Haus verlässt und auf die Straße trittst. Banditen, Intelligente und Unbedarfte verteilen sich relativ flexibel über ihre drei Flächen und sind in ihrer Manifestation deutlich weniger kohärent. Das hat damit zu tun, dass intelligent Handeln manchmal Schweiß und Geduld voraussetzt, dass auch gute Menschen manchmal verführt werden, an einem Diebstahl teilzunehmen und dass auch intelligente Menschen sich manchmal in einer Lebenslage wiederfinden, wo ihre Spielräume eingeengt sind und sie sich somit wie Unbedarfte verhalten müssen, wobei hier natürlich immer die Gefahr besteht, dass die unbedarfte Person nur Ausreden formuliert, um die eigene Misere auf irgendwelche höheren Umstände zu schieben, doch das nur am Rande. Doch häufig sind eben die Vertreter dieser drei Gruppen mehr oder weniger imstande, ihre Position auf dem Diagramm zu verändern. Manch einer, der seinen Platz vielleicht in dem BI-Segment findet, braucht vielleicht nur ein bestimmtes Buch zu lesen, die richtige Person kennenzulernen, sich in die richtige Frau zu verlieben und sich gänzlich zu verändern und nicht mehr auf Kosten anderer Menschen zu leben und somit in den Bereich der Y-Achse abzuwandern, zu den Intelligenten. Und ich habe so etwas gesehen, Leute, die vorbestraft waren, die einst Raubüberfälle begangen haben, nun aber Kinder und Verantwortung hatten und jeglichem Verbrechen abgeschworen, und tatsächlich reformiert waren. Und so viele wahrhaftig intelligente Menschen sind durch ihre Lebensumstände in die Welt der Unbedarften abgedriftet. Sie richten dort nicht unbedingt einen individuell messbaren Schaden an, aber sie berauben sich selbst der Möglichkeit zu wachsen und letztendlich glücklicher zu werden. Doch die Kategorie D, die ist ein Problem. Und Cipolla schreibt dazu: Der Grund dafür liegt darin, dass dumme Menschen in ihrem Kern unverrückbar dumm sind. Mit anderen Worten, sie bestehen mit unvergleichlicher Beharrlichkeit darauf, anderen Schäden oder Verluste zuzufügen, ohne selbst einen Vorteil oder Gewinn daraus zu ziehen, sei dieser nun positiv oder negativ. Es gibt allerdings auch solche, die mit ihren unglaublichen Taten nicht nur anderen Personen Schaden zufügen, sondern auch sich selber. Bei ihnen handelt es sich um eine Art Superdumme, die in unserem Kalkulationssystem an irgendeinem Punkt im Feld D links von der Y-Achse erscheinen. Somit sind Menschen in der Kategorie D viel seltener imstande, aus dieser Kategorie abzuwandern, da sie nicht die geistige Flexibilität besitzen, die vielen Menschen in den anderen Kategorien eigen ist. Und vergessen wir dabei nicht den ersten Satz, die erste Maxime. Die Anzahl der Menschen im kategorischen Feld D ist immer viel, viel höher, als wir es intuitiv glauben wollen. Hier macht sich also der nietzscheanische Abgrund auf. Und dort hineinzustarren, erfordert durchaus Mut. Und damit kommen wir zu einem entscheidenden Gedankengang. Und Cipolla überschreibt dieses winzige Kapitel mit dem Titel Dummheit und Macht. Nur weil Dumme dumm sind, bedeutet nicht, dass ihre Macht und ihre Fähigkeit, mit der restlichen Welt zu interagieren, dadurch geschwächt ist. Im Gegenteil, Gustave Flaubert soll mal geschrieben haben, die Dummheit ist etwas Unerschütterliches. Nichts vermag sie anzugreifen, ohne an ihr zu zerbrechen. Sie ist von der Natur des Granits hart und widerstandsfähig. Und hier kommt natürlich das berühmte Zitat von Bertrand Russell zum Tragen, das die gesamte Tragödie unserer Zivilisation in einem einzigen Satz erfasst. Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher und die Gescheiten so voller Zweifel sind. Doch genau das ist der Fall und die intelligenten Menschen beziehen aus diesem Selbstzweifel natürlich auch eine kreative Kraft und Beweglichkeit, die ihnen überhaupt erlaubt, entlang der Y-Achse, aber oft auch entlang der X-Achse weiter in positive Bereiche aufzusteigen, auch wenn sie dabei ständig jemanden brauchen, der ihre Zweifel aushebelt. Doch die Dummen, die sind jeden Augenblick tief von ihrer Richtigkeit und ihrer Grandiosität überzeugt. Und sie sind keine anonyme graue Masse. Man kann sie heute überall sehen.
Der magische Zauberstab, der sie schlagartig sichtbar machen kann, lautet Facebook und Twitter und Instagram. Man hat sogar Gesetze erlassen, um sie zu beschützen. So gewichtig ist ihr alltägliches Plebiszit. Sie dürfen die widerwärtigsten Dinge in der Öffentlichkeit behaupten, aber ich muss ihre Identität schützen, wenn ich diese Widerwärtigkeit für dich sichtbar machen möchte. Doch in ihrer Selbstherrlichkeit und dickköpfiger Popanzhaftigkeit sind sie natürlich geistig extrem unflexibel. Es gibt somit kein Instrument und keine Methode, sie zu ändern. Da helfen keine Abendkurse, da helfen keine Psychotherapien. Mag sein, dass man einem Wochenenddummkopf, dessen Verfehlung darin besteht, das Geld, das für die Fortbildung seiner Kinder bestimmt war, in einer Spielhalle auszugeben, gerade noch so zureden kann. Doch waschechten, hartgesottenen Dummköpfen zuzureden, ist vergebliche Mühe, zwecklos. Das hat etwas mit Selbstwahrnehmung zu tun. Auf dem Höhepunkt der eigenen Ehrlichkeit weiß die intelligente Person, dass sie intelligent ist, und die Banditen wissen ganz genau, dass und warum sie Banditen sind. Und auch die unbedarfte, wirkungsarme Person wird zähneknirschend früher oder später zugeben, unbedarft zu sein. Doch Dummköpfe haben absolut keine Selbstwahrnehmung. Zumindest keine, die mit rationalen Fakten im Einklang wäre. Im Gegenteil, sie neigen so gut wie alle dazu, sich entweder mit der I-Gruppe zu identifizieren oder ganz stolz in der B-Gruppe zu sein. Ja, genau, viele Dummköpfe halten sich für ganz coole Banditen. Und wer das jemals mit eigenen Augen erlebt hat, weiß, wie sehr hinter ihrem Rücken die echten Banditen amüsiert schmunzeln, gewahr dessen, dass zumindest die BI-Banditen immer wissen, wer Dummkopf ist und wer nicht. Von dieser Unterscheidungsfähigkeit hängt oft ihr gesamter Erfolg ab. Und das bedeutet nicht, dass innerhalb der Gruppe D alles gänzlich hoffnungslos sei. Auch jemand aus der Gruppe I kann sich vielleicht kurzzeitig in der Gruppe D wiederfinden. Viele intelligente Menschen gehen Banditen auf den Leim und lassen sich zu Dingen einspannen, die irgendwie betrügerischer Art sind, und am Ende landen sie in einem Gefängnis, halb Opfer, halb Täter, aber vollkommen verdutzt, weshalb sie für einige Monate einen so gigantischen Blackout im Gehirn hatten. Es wird Zeit, dass wir Gordon Gekko begraben und erkennen, dass Gier eine Form von Dummheit ist. Ich erinnere mich zum Beispiel an die späten 80er Jahre in München, als dort das Pilotspiel salonfähig wurde. Das war ein geradliniges, unverhülltes Schneeballsystem, das sich nicht mal die Mühe machte, sich hinter irgendeiner windigen Rentenvorsorge oder Versicherung zu verstecken. Leute zahlten halt 50 deutsche Mark ein und begaben sich auf die Suche nach Leuten, die ihnen wieder 50 Mark gaben. Da sind viele Banditen reich geworden und viele Intelligente waren für eine Weile totale Dummköpfe, die ihrer Familie schadeten und selbst total leer ausgingen. Aber viele von ihnen hatten das Prinzip danach verstanden und vermutlich nie wieder etwas angefasst, das man als Ponzi-Scheme bezeichnen könnte. Aber viele waren dabei waschechte Dummköpfe. Als das Pilotspiel anfing, hielten sie sich für intelligent. Als das Spiel ins Visier der Staatsanwälte kam, hielten sie sich für Banditen. Und als alles aufflog, begaben sie sich trotz aller Strafe schon bald auf die Suche nach dem nächsten Schneeballsystem. Nicht jeder in der D-Kategorie ist hoffnungslos dumm, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Lage hier hoffnungslos ist, ist einfach viel größer als in den anderen Kategorien. Denn man muss erkennen, um sich zu ändern. Und wir haben auch festgestellt, dass unsere autoritären und monetaristischen Gesellschaftsstrukturen häufig fehlerhaft sind und so beschaffen, dass Dummheit eher belohnt wird. Somit hängt es bei der Tragweite und Reichweite des Dummkopfs auf der negativen Y-Achse sehr stark davon ab, in welcher sozial-ökonomischen Position sich der Dummkopf befindet. Und wagt es ja nicht zu glauben, dass ein Dummkopf nicht Millionär werden kann. Das größte Krebsgeschwür dieser Zivilisation liegt in der verfehlten Idee, dass Reichtum Ausdruck von Intelligenz ist, und dies überträgt sich in eine bizarre, extrem peinliche Verehrung, welche Menschen heute für Banditen und Dummköpfe gleichermaßen an den Tag legen. Geblendet von Reichtum und großen Zahlen tief
in die Denkweise konditioniert, dass in einem Kulturkreis, der absolut keine anderen Wertesysteme mehr kennt als das Geld, natürlich alle positiven Eigenschaften jenen zufallen, die das meiste Geld haben. Dies ist das Herz der Finsternis unserer Kultur, das eine ganze Bevölkerung zugelassen hat, dass Geld eine so dominante Rolle im Leben aller einnimmt, ohne auch nur ansatzweise die Mechanik des Geldes zu verstehen. Die meisten Reichen heute haben ihr Geld entweder geerbt oder geraubt. Eine perfekte Achse durch das I-Feld zu ziehen, ist zwar legitim, aber man wäre vermutlich enttäuscht zu sehen, wie wenige Reiche sich auf dieser Achse eigentlich einfinden. Die meisten Reichen brauchen einen massiv negativen Y-Wert, um ihren hohen X-Wert zu erreichen. Sie sind Banditen durch und durch und sie kriegen ihren Hintern dafür geküsst, wann immer es ihnen gefällt. Und wir dürfen nicht außer Acht lassen, dass eine der besten Infrastrukturen, um Dummköpfe sehr hoch in die Hierarchien der Macht zu bringen, in der Demokratie besteht. Natürlich gelangen Dummköpfe selten an die Spitze. Sie sind ja entlang des Weges nur nützliche Idioten des Banditen, der sie braucht, damit er oder sie nicht selbst ellbogentief in das Klo fassen muss. Doch das dritte Prinzip macht deutlich, dass der Dummkopf jederzeit bereit ist, zu seinem eigenen Nachteil und Schaden zu handeln, oft bei der Bemühung, anderen Schaden zuzufügen. Das macht ihn de facto unberechenbar und wir können deshalb so gut wie nie voraussagen, wann und wo uns ein Dummkopf angreift, wann und wo wir einen Schaden durch Dummköpfe erleiden. Es ist durch und durch willkürlich. Und da zeigt sich deutlich, weshalb Banditen sich so gerne hinter Dummköpfen verstecken, als den willigen Vollstreckern ihrer bösartigen Pläne. Weil der Dummkopf imstande ist, für den Banditen die Schuld zu übernehmen. Und viele Banditen sind deshalb davon gekommen, weil am Ende der Dummkopf mit dem Sack in der Hand übrig blieb, als das Licht wieder angegangen ist. Auf der anderen Seite begehen Banditen immense Risiken, sich auf Dummköpfe einzulassen, da die Sache eine Kehrseite hat. Und manch ein Bandit ist am Dummkopf gescheitert, weil natürlich ein Dummkopf in erster Linie ein Dummkopf ist und somit, wie gesagt, extrem irrational. Dennoch ist die Wechselbeziehung zwischen Dummheit und Banditentum eine alltägliche Realität und hat in vielen Bereichen des Lebens tatsächlich ein scheinbares Equilibrium erreicht. Denn eine Konsumgesellschaft und eine Werbeindustrie ohne Banditen und ohne Dummköpfe existiert nicht. Im Gegenteil, sie sind die Grundvoraussetzung für die Funktionalität dieser. Doch das bringt mich zu der äußerst radikalen und provokanten Frage. Wenn Banditen und Dummköpfe ein Gleichgewicht innerhalb der Mechanismen der Konsumgesellschaft gefunden haben, wer sind dann die Leute, die dadurch einen Negativwert auf der Y-Achse erfahren? Nun, da muss man auch größer denken über die Dimensionen des Menschen hinaus. Natürlich geht das turbokapitalistische Spielchen zwischen Banditen und Dummköpfen in erster Linie auf Kosten der Dummköpfe selbst, die, siehe dritter Satz, immer imstande sind, zu eigenem Nachteil zu handeln. Doch wir alle anderen sind es häufig auch, was uns einzeln zumeist auf Unbedarfte reduziert. Doch die Schadensenergie, die da von Dummköpfen und Banditen unentwegt freigesetzt wird, ist manchmal so immens, so groß, dass in dieser Art von Einnahmeüberschussrechnung die Negativkosten niemals von den Beteiligten aufgewogen werden können. Wer ist dann das Opfer? Wo entsteht die eigentliche Minusbuchung bei Schäden, die das unmittelbar betrachtete Volumen übertreffen? Das ist ganz einfach. Es ist die Natur. Unsere größten Dummheiten werden seit Jahrhunderten mehr oder minder erfolgreich von der Natur amortisiert, abgefangen und wieder gutgeschrieben. Und glaubt mir, wenn die Natur unter dieser Last einknickt, sind wir, die zweibeinigen Arschlöcher mit dem vorlauten Maul, so schnell weg und verschwunden, dass wir uns kaum umschauen werden. Und ja, du bist ein epochaler Dummkopf, falls du wirklich in deinem tiefsten Inneren glaubst, die Grünen werden das für dich richten. Das ist der einzige Grund, weshalb wir als Spezies auf diesem Planeten überhaupt noch existieren, obwohl wir ständig und am laufenden Band Scheiße bauen. Und auch noch den kulturhistorischen Nachteil haben, dass Dummköpfe ein
zentrales Wirkungselement unserer Gesellschaft sind, weil unsere gefährlichsten und größten Dummheiten, wie zum Beispiel 5000 Tiere pro Sekunde zu schlachten, noch immer, wenn auch ächzend, von der biologischen Leistungsfähigkeit dieses Planeten abgefedert werden. Somit, aus einer makroskopischen Perspektive, sind wir alle Dummköpfe und offensichtlich vollkommen unbelehrbar, außer du hast den geistigen Horizont eines Tamagotchi und glaubst tatsächlich, dass irgendwelche lauwarmen Klimaziele, die ohnehin niemand einzuhalten gedenkt, diese Welt retten können. Das wiederum sind nur weitere Machenschaften von Banditen, diesmal Banditen ganz anderer Art, die ein übergroßes Interesse daran haben, dass du dich wohlfühlst, die nächste Staffel von So und So kaum erwarten kannst und nur dann auf die Straße gehst, wenn dieselben Banditen dich dazu auffordern. Die gänzlich Unbedarften leben ein Leben lang im Schatten der Intelligenten, sind unbegreiflich duldsam gegenüber den Banditen und vollkommen blind gegenüber den Dummköpfen. Das ist das, was den Unbedarften ausmacht. Und das ist ein zentrales Thema dieser Gesellschaft. Die Unbedarften verbringen zu viel Zeit, sich bei den Intelligenten anzubiedern, anstelle selbst dazuzugehören. Dazu fehlt dann oft der Mumm oder die Ausreden sind einfach zu verführerisch. Doch erstaunlich ist bei den Unbedarften gerade die Toleranz gegenüber den Banditen, obwohl sie häufig gerade sie die Opfer von Banditen sind. Und der negative X-Wert der Unbedarften hat sehr viel mit dem positiven X-Wert der Banditen zu tun. Ich meine, das betuchte deutsche Bürgertum hat in den letzten 30 Jahren Beträge am Finanzamt vorbeigeschmuggelt und in Orten wie Panama City geparkt, die niemand richtig benennen kann, die aber bereits die Zählweise der Milliarden verlassen haben und mehr im Bereich von Billionen sind. Eure Schulen, eure Altersvorsorge, eure Straßen und euer Gesundheitssystem. Da gab es paar Wochen saftige Artikel in der Presse, paar unglaubwürdige Kampfansagen von Wolfgang Schäuble und dann? Where's the money, Lebowski? Where's the fucking money, shithead? Doch all das kann sich nicht mit der alltäglichen Blindheit messen, die Unbedarfte gegenüber den Dummköpfen an den Tag legen. Sie teilen sich mit ihnen das Missgeschick und den persönlichen Misserfolg auf der X-Achse, während sie von der Sehnsucht erfüllt sind, auch zu den Intelligenten dazuzugehören. Etwas, das vielen von ihnen durchaus möglich wäre, doch ihre Unfähigkeit, sich von den Dummköpfen komplett abzuklemmen und sie hinter sich zu lassen, gelingt aus den unterschiedlichsten Gründen nicht. Und so bleiben sie die gutmütigen Pechvögel der Menschheit. Und wenn die Apokalypse herannaht, werden sie oft zu willigen Zaungästen von Abscheulichkeiten. Das Dritte Reich war voller Unbedarfter, die persönlich nie jemandem geschadet haben. Aber sie haben auch nie ihre Stimme oder ihren Arm gegen die Banditen und die Dummköpfe erhoben. Und das ist ihre selbstverschuldete Tragödie, doch zugleich auch ihre große Charakterschwäche. Es ist wie ein riesiger Fleck auf ihrer Netzhaut, der ihnen nicht erlaubt, die Dummköpfe zu identifizieren. Die wahrhaft Intelligenten können das viel besser und keiner kann es so gut, einen Dummkopf zu erkennen wie ein Bandit. Carlo Anchipola schreibt an dieser Stelle: Es erstaunt nicht, dass unbedarfte Menschen, das sind die, die in unserem System im Feld U erscheinen, in aller Regel die Gefährlichkeit dummer Personen nicht erkennen. Dieser Umstand ist nichts anderes als ein anderer Ausdruck ihrer Unbedarftheit. Was dagegen wirklich überraschend ist, ist die Tatsache, dass auch intelligente Menschen und Banditen oftmals nicht in der Lage sind, die zerstörerische Macht der Dummheit zu erkennen. Warum das so ist, ist außerordentlich schwierig zu erkennen. Man kann nur vermuten, dass sowohl intelligente Menschen wie auch Banditen den Fehler begehen, in Selbstzufriedenheit und Verachtung zu schwelgen, wenn sie es mit Dummen zu tun haben, statt sofort hohe Mengen von Adrenalin auszustoßen und in Abwehrstellung zu gehen. Man ist auch allgemein der Ansicht, dass ein dummer Mensch nur sich selbst schade, aber das bedeutet nichts anderes, als dass man Dummheit mit Unfähigkeit verwechselt. Manchmal ist man sogar versucht, mit einer dummen Person gemeinsame Sache zu machen, und zwar mit dem Ziel, sie für seine eigenen Zwecke einzuspannen. Ein derartiger Versuch kann nur zwei verheerende Auswirkungen haben, weil er a.
auf dem völligen Unverständnis des eigentlichen Wesens der Dummheit basiert und b, der dummen Person noch einen weiteren Raum zur Ausübung ihrer Talente zur Verfügung stellt. Jemand kann sich zwar in dem Glauben wiegen, eine dumme Person zu manipulieren, was ihm auch bis zu einem gewissen Grad gelingen kann, doch aufgrund des unbeständigen, erratischen Verhaltens von Seiten der Dummen lassen sich seine Handlungen und Reaktionen nicht voraussehen und binnen kürzester Zeit wird man selbst durch diese unvorhersehbaren Handlungen des Dummen ausgerodet und zermalmt. Das alles ist im vierten Prinzip klar auf den Punkt gebracht, der besagt, Menschen, die nicht dumm sind, unterschätzen stets das Gefährlichkeitspotenzial dummer Menschen. Vor allem vergessen Menschen, die nicht dumm sind, ständig, dass Verhandlungen und/oder Verbindungen zu jedwedem Zeitpunkt, an jedwedem Ort und unter jedwedem Umstand mit dummen Personen sich unweigerlich als teurer Irrtum herausstellen wird. Im Verlauf der Jahrhunderte haben unzählige Personen im öffentlichen und privaten Leben das vierte Prinzip nicht beherzigt. Und dies hat zu unschätzbaren Verlusten an Menschenleben geführt. Und damit kommen wir zu dem fünften und letzten Prinzip dieser Betrachtung und irgendwie auch zu der wichtigsten Aussage über uns und die Richtung, in die sich diese Zivilisation bewegt, respektive nicht bewegt. Cipollas fünftes Prinzip ist derart omnipräsent in den Verwebungen der bekannten Welt, dass es vielerorts auch ohne Cipolla zu einem Sprichwort oder Aphorismus fermentiert ist. Cipolla sagt, der dumme Mensch zählt zu den gefährlichsten Menschen, die es gibt. Die Schlussfolgerung daraus muss schonungslos sein, um korrekt zu sein. Die Dummköpfe sind sichtlich gefährlicher als die Banditen. Oder anders gesagt, niemand auf diesem Planeten ist für uns so gefährlich wie Dummköpfe. Dumme Leute sind überall und überall dort, wo sie sind, ist es gefährlich. Genauso brachte es vor einem halben Jahrhundert der tschechische Schauspieler Jan Werich auf den simplen Punkt, als er sagte: Kde blb, tam nebezpečno. Wo ein Dummkopf ist, dort ist Gefahr. Und Cipolla nimmt da kein Blatt vor den Mund. Er sagt deutlich: Banditen mögen sich an anderen bereichern, doch sie haben noch nie große Katastrophen verursacht. Das hat damit zu tun, dass die Besten oder Perfekten unter ihnen ein gesellschaftliches Nullsummenspiel spielen, und zwar überwiegend mit den Unbedarften. So ist das Auftreten der Banditen zwar schlecht für die Wirtschaft im Sinne einer Verlangsamung und Stagnation, doch letztendlich ist es auch nur eine Allokation von Vermögen zwischen der U-Gruppe und der B-Gruppe. Es ist unfair, aber es ist systemisch nicht destruktiv, zumindest für eine ganze Weile nicht. Doch viel wichtiger wiegt Folgendes: Mit einem Banditen, also jemandem, der mir zu seinem eigenen Vorteil schadet, kann ich verhandeln. Wie kann ich aber mit einem Dummkopf verhandeln? Er ist vollkommen irrational. Dumme Menschen sind viel gefährlicher, denn sie verursachen sich selbst Schaden, wie auch der Gesellschaft. Und so verarmen durch sie letztendlich alle. Verlängern wir also die 0M-Linie, können wir eine Diagonale schaffen, die zwei Hemisphären, zwei Weltbilder zeigt. Rechts der P0M-Diagonale befinden sich Menschen, die mit graduell unterschiedlicher Teilnahme zu einem positiven Fortbestand der Menschheit und der menschlichen Gesellschaft beitragen. Und links der P0M-Diagonale sehen wir all jene Menschen, die in unterschiedlich graduierender Art und Weise immer nur zum Nachteil der Menschen handeln. Daraus entsteht natürlich eine gewisse Aussagekraft bezüglich unserer Gesellschaft und ein sehr kontroverser Bedarf nach Handeln. Cipolla schreibt an dieser Stelle: Das alles gibt Anlass zu einigen Gedankengängen über die Rolle der Gesellschaft. Dem zweiten Prinzip zufolge ist der Anteil dummer Menschen eine konstante Sigma, die weder von Raum noch Zeit noch Rasse noch Klasse noch von irgendeiner anderen historischen oder soziokulturellen Variablen beeinflusst wird. Es wäre ein schwerer Irrtum anzunehmen, dass die Zahl der Dummen in einer sich im Niedergang befindlichen Gesellschaft höher sei als in einer sich im Aufstieg befindlichen Gesellschaft. Beide sind gleichermaßen mit demselben Prozentanteil an Dummen geschlagen. Der Unterschied zwischen beiden Gesellschaften besteht darin, dass es in der sich im Niedergang befindlichen Gesellschaft a.
den dummen Mitgliedern der Gesellschaft von den anderen Mitgliedern gestattet wird, aktiver zu werden, b. eine Veränderung in der Zusammensetzung der nicht dummen Bevölkerung gibt, und zwar mit einer relativen Zunahme der Bevölkerung in den Feldern UD und BD. Somit ist in einer Gesellschaft der Wert Sigma relativ gleich hoch, ungeachtet der zivilisatorischen Bestimmung. Doch was unterschiedlich sein kann, ist der Handlungsspielraum, den die Nicht-Dummen den dummen Menschen geben. Eine Gesellschaft, die prosperiert, hat in ihrem schöpferischen Mittelpunkt Vertreter der I-Gruppe und überwiegend Vertreter von UI und BI. Hierbei bildet die Achse P0M ein Equilibrium für all die unsauberen, unfairen und illegalen Machenschaften, die von der I-Gruppe nicht verhindert und unterbunden werden können. Und da muss man einfach akzeptieren, dass es das gibt. Anders gesagt, ich bin sicher, auch in der feinen, utopischen Star Trek-Gesellschaft, wo niemand mehr für Geld arbeiten muss, gibt es immer noch genug Leute, die sich vielleicht etwas bereichern oder sich hier und da Vorteile ergaunern. Doch solange die Tragweite dieser Taten in der Begrenzung der Achse P0M verbleibt, prosperiert die Gesellschaft dennoch. Doch eine sterbende Kultur erkennt man daran, dass die Macht, Einfluss und vor allem Vermögenswerte zunehmend in die Sphäre von UD und BD absickern und damit zunehmend Dummköpfe in die Prozesse einbeziehen. In einer solchen Welt entgleitet der I-Gruppe zunehmend der Einfluss, während sich das destruktive Potenzial der D-Gruppe entfaltet. So stürzen ganze Reiche und so entstehen Weltkriege. Der Wert Sigma bleibt in allen Gesellschaftsphasen im Rahmen einer gewissen Fluktuation gleich. Das ist eine Realität, der wir uns stellen müssen. Doch es unterliegt unserer Entscheidung, wie viel Einfluss, wie viel Spielraum und wie viel Entfaltungsmöglichkeiten wir den Dummköpfen eingestehen. Okay, an dieser Stelle gilt es auch mal innezuhalten und kurz durchzuatmen und sich daran erinnern, dass dieser Text eine Satire ist. Auch wenn der Gedanke verführerisch ist, wäre es vermutlich keine so gute Idee, ein Ministerium zur Bekämpfung von Dummheit einzurichten. Der ganze Text könnte eine äußerst gerissene Falle sein, mit dem Ziel, faschistisches Gedankengut in den Reaktionen der Leser sichtbar zu machen. Dagegen spricht allerdings, dass Cipolla den Text für seine unmittelbaren Freunde, für seinen unmittelbaren Freundeskreis schrieb und deshalb vermutlich nicht plante, aus der Begeisterung seiner Freunde für den Text in Konsequenz ihre Bloßstellung als reaktionäre, rechtsradikale Geister durchzuführen. Es wäre sehr gefährlich, diesen Text kritiklos zu übernehmen, ungeachtet dessen, wie genial er einem erscheint. Denn es könnte sein, dass gerade hierin die humoristische Falle besteht, die Cipolla für den Leser konstruiert hat. Die Annahme, dass das von ihm präsentierte Gedankengebäude ein quantifizierbares Abbild der Welt der Menschen darstellt, ist möglicherweise genau jener Trugschluss, den Cipolla hier hervorheben möchte. Und natürlich ist die vorhersehbare Beute für diese philosophische Falle der typische Misanthrop, der Kulturpessimist und der weltabgewandte Zyniker. Mit anderen Worten, ich. Und es ist ratsam, intelligent genug zu sein, um das aus dem Text selbst zu erkennen. Zum Beispiel, wenn Cipolla von sogenannten Dummheitsgenen spricht, die er hierfür ursächlich hält. Natürlich etwas, das er sich ausgedacht hat, während er abends kichernd über der Schreibmaschine saß und dabei einen roten Abrusco oder Pericone getrunken hat. Ohnehin haben wir mit der Betrachtung der Dummheit ein grundsätzliches psychologisches Problem, das bereits Robert Musil perfekt erkannt hat. Um es mit meinen unbeholfenen Worten zu sagen, wann immer ich zu Menschen über Dummheit spreche, entsteht bei dem zuhörenden Menschen sofort die vorauseilende Annahme, dass sie selbst niemals gemeint sind und die Rede von ominösen anderen Menschen da draußen ist. Deshalb ist es überhaupt möglich, dass heutzutage in all den Podcasts und YouTube-Videos über so viele graue Menschenmassen geschimpft und hergezogen werden kann und kaum jemandem beim Zuhören oder Zuschauen beleidigt der Hut hochgeht. Denn alle, die da zuschauen, nehmen sich gleichzeitig als nicht angesprochen wahr. Die Dummen
sind immer die da draußen. Es ist sozusagen eine Bias-Blase erster Garnitur. Insbesondere, da wir gesagt haben, dass es gerade die Dummen sind, die intellektuell und mental absolut nicht imstande sind, von sich selbst zu erkennen, dass sie Dummköpfe sind. Somit bin ich vielleicht ein vollwertiger Dummkopf und könnte es dennoch niemals erkennen. Ein Dummkopf kann sozusagen Cipollas Text in- und auswendig kennen und gänzlich verinnerlichen. Er oder sie wird dennoch zu keiner Einsicht über die eigene Dummheit gelangen. Das steht im krassen Kontrast zu der deutlich weniger ominösen Intelligenz. Denn wenn ich ein Video nur über die Intelligenz mache, fühlen sich die meisten Zuschauer dann wiederum sehr angesprochen. Somit ist es egal, ob ich über Intelligenz oder Dummheit spreche, die generelle Voreingenommenheit vor dem Bildschirm bleibt ja dieselbe. Die Zuschauer fühlen sich als die Intelligenten und all die Dummen werden da draußen vermutet. Das macht also auch deutlich, weshalb die Anwendbarkeit von Cipollas faszinierender Philosophie erstmal problematisch ist, dass sich die meisten weigern würden, sich selbst in der grafischen Darstellung an einer ungünstigen Position zu platzieren. Das ist also eine äußerst extreme Voreingenommenheit und im Grunde kann nur diejenige Person für sich beanspruchen, mit Cipollas System konkrete Aussagen über andere zu fällen, die bereit ist, sich selbst in der Grafik in einer möglichst ehrlichen Art und Weise zu positionieren. Somit provoziert Cipolla hier vielmehr die Leser zu einem strengen Sapere aude, respektive Gnotis sauton, erkenne dich selbst, ein Sachverhalt, der eben nur den allerwenigsten überhaupt gegeben ist. Die meisten Menschen besitzen kaum die Kraft, wirklich in den Spiegel zu blicken. Damit stellt sich die Frage, ob Cipollas Text nicht in Wirklichkeit eine verborgene Meditation über den menschlichen Narzissmus ist und über unsere tief sitzende, vermutlich Jahrtausende alte Angst, von anderen als dumm eingeschätzt zu werden. Wir sind sozusagen bereit, eine vollkommen aberwitzige Gedankenkonstruktion zu akzeptieren, welche in äußerst beleidigender Manier die Mehrheit aller Menschen in Verbrecher, Schwachköpfe und nutzlose Mitläufer einteilt. Etwas, das wir wohlwollend in Kauf nehmen, solange es uns die Chance gibt, uns selbst als das smarte Viertel zu positionieren. Wobei, und das nur am Rande, wenn Cipolla die Menschen in diesem quadratischen Diagramm aufteilt, bedeutet das natürlich nicht, dass er denkt, in jedem Unterquadrat würde genau ein Viertel der Menschheit stecken. Ein Teil des Problems ist eben, dass wir nicht wissen, wie viele Menschen sich relational in der jeweiligen Kategorie befinden. Doch dann blickt man aus dem Fenster, blickt auf das Display des Handys und auf den Fernsehbildschirm. Und allzu schnell kehrt die eine Gewissheit zurück, dass wir im Zeitalter des kompletten Vollidioten leben und dass die von Cipolla herausgearbeiteten Dummköpfe tatsächlich überall sind. In allen Lebenslagen, in allen Volksschichten, in allen Gruppierungen, in allen Gesellschaftsschichten und in jeder Altersgruppe. Somit fällt es schwer zu akzeptieren, dass ähnlich dem Text über Pfefferpreise im Mittelalter dieser Aufsatz ausschließlich unernst ist und nicht wirklich irgendeine interessante Aussagekraft besitzt. Und Cipolla präsentiert uns hier einen kleinen Hinweis, wie wir möglicherweise den Text rezipieren sollten, und zwar im Vorwort zu seinem Büchlein. Hierbei hebt er ein weiteres gänzlich asymmetrisches Gegensatzpaar hervor: ernst und humorvoll. Der Ernst ist stets greifbar und relativ leicht definierbar. Doch der Humor ist ein komplexes Gebilde, dessen Aussagekraft sehr unterschiedlich sein kann. Denn Humor kann entweder ein prosaischer und eher vergessenswerter Klamauk sein oder eben etwas ganz anderes. Doch dazu lasse ich Carlo Cipolla selbst noch einmal zu Wort. Aber so viel lässt sich doch sagen. Humor ist eine intelligente, subtile Fähigkeit, die komische Seite der Wirklichkeit zu beleuchten und darzustellen. Aber er ist zugleich auch wesentlich mehr. Vor allem darf der Humor keine feindselige Haltung einnehmen. Er soll ja eine tiefe menschliche Sympathie und oftmals eine versöhnliche Gelassenheit zum Ausdruck bringen. Außerdem impliziert Humor ein instinktsicheres Erfassen des Augenblicks und des Orts, innerhalb deren er sich darstellen kann.
Humorvolle Bemerkungen über die Unannehmlichkeiten des Lebens am Bett eines Sterbenden hat mit Humor nichts zu tun. Andererseits hätte es jener französische Aristokrat, der, während er die Stufen zum Schafott hinaufging, stolperte und zu den Wachen gewandt ausrief: Man sagt, Stolpern bringt Unglück, sicherlich verdient gehabt, dass sein Kopf verschont geblieben wäre. Somit können wir dem Aufsatz nicht deshalb seine Aussagekraft absprechen, nur weil der Text in humorvoller Weise gehalten ist oder weil es uns selbst schwerfällt, die dort angesprochenen Mängel der menschlichen Seele auf uns selbst anzuwenden. Das ist sozusagen nicht Cipollas Problem, das ist unser Problem. Das schmälert aber möglicherweise nicht die Anwendbarkeit der Hypothese. Und ein Film wie Dr. Strangelove von Stanley Kubrick oder Starship Troopers von Paul Verhoeven ist nicht weniger aussagekräftig in Bezug auf den Zustand der Menschheit, nur weil der äußere Rahmen klamaukig erscheint. Die Satire ist hierbei nur Chiffrierungsmethode. Und die Dechiffrierung entspricht dem Intellekt, befähigt, den Schleier zu lüften. Doch die Frage, ob Cipollas Modell etwas ist, das unsere Denkweise beeinflussen sollte, oder umgekehrt etwas ist, das uns in letzter Instanz abschrecken sollte, da es an unseren inneren Faschismus appelliert und uns dazu anhält, jene, die wir als Dummköpfe identifizieren, zumindest härter anzupacken, bleibt an dieser Stelle offen. Die hier entworfenen sozialökonomischen Dynamiken scheinen ja verdächtig gut auf die Politeia des Platon einzuzahlen, eine politische Philosophie, die ich nie müde werde, hier zu propagieren. Fuck you, Karl Popper. In der Politeia werden fünf ideale Staatsformen postuliert und Sokrates gesteht im Text, dass sie in einer hundertprozentig reinen Form natürlich nicht existieren, da die meisten Staaten dieser Welt eine Mischung mehrerer Formen sind. Aber der Einfachheit halber behandelt man entsprechende Ideen so, als wäre diese Idealisierung möglich. Nun, tatsächlich sind recht ideale Formen möglich, wenn auch selten. So ist eine der besprochenen fünf Staatsformen die Tyrannis oder die Diktatur, und jeder wird sicherlich gestehen, dass Nordkorea eine waschechte Diktatur mit allem drum und dran ist. Da ist wenig Verwaschung festzustellen. Die anderen vier Staatsformen sind Demokratie, Timokratie, Oligarchie und schließlich die Aristokratie. Über Timokratie und Oligarchie möchte ich mich an dieser Stelle nicht auslassen, aber es wäre nicht falsch zu sagen, dass zum Beispiel die USA eine Timokratie sind, also letztendlich eine Staatsform, in der jeder das Sagen hat, der genug Geld auf dem Konto hat oder über genug Immobilien verfügt. Oder umgekehrt gesagt, Menschen, die nicht zur allgemeinen Geldelite gehören, werden in den USA niemals einflussreiche Ämter bekleiden. Eine Oligarchie dagegen ist mehr die Staatsform korrupter Clans oder Familien, also mehr etwas, das wir aus Russland kennen. Die Demokratie kommt bei Platon nicht unbedingt schlecht weg, aber sie wird auch als eine ungenügende Staatsform festgestellt, dass sie selten langen Bestand hat und man auf sie eben nie bauen kann. Sie hat einen Unterbauch und damit eine zentrale Schwäche, die sie am Ende immer zu Fall bringt oder zumindest gefährlich in die Richtung einer Diktatur oder Timokratie zu kippen droht. Und diese Schwäche besteht darin, dass Gleichberechtigung nicht von Gleichwertigkeit unterschieden wird. Im deutschen Grundgesetz steht unter Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das bedeutet, dass hierzulande niemals ein Mensch gedemütigt, gefoltert, misshandelt, bloßgestellt oder in irgendeiner Form menschenverachtend behandelt werden darf. Und das ist ein Satz, hinter dem ich hundertprozentig stehe. Das ist die Gleichwertigkeit aller Menschen. Doch die Gleichwertigkeit vor einer Wahlurne ist wiederum absurd, denn dort kann die Situation entstehen, dass nacheinander zwei Menschen ihre Wahlstimme abgeben. Der eine hatte vielleicht 8 Jahre lang die komplexen Zusammenhänge studiert, die zu diesem Volksentscheid geführt haben, während die andere Person, die dort gerade abstimmt, ihr Leben lang nur Fußball geschaut, vor Pornos masturbiert hat und in irgendwelchen Spielhallen sitzend Kette geraucht hat. Vor dem Staat sind beide Stimmen gleichwertig. Das ist das Hauptproblem der Demokratie, und ich würde sogar so weit gehen und sagen, das ist der Grund, warum du niemals wirklich schöne Sachen haben kannst. Weil eine solche Demokratie immer mit einem blauen Auge
der Wirklichkeit hinterherhumpelt und niemals aus dem endlosen Diskurs um die Legitimation ihrer eigenen Existenz hinauskommt. Denn wenn sich die Wolken einer demokratischen Gesellschaft verdunkeln, beginnen sich aus den Reihen jener, die eben nie die Energie und Arbeit aufgewendet haben, ein Problem zu durchdringen, solche hervorzutun, die man in ihrer Gesamtheit am besten als Pöbelstrukturen bezeichnen kann. Die AfD war ein sichtlich effektiver Anlauf, um in der Bevölkerung massive Pöbelstrukturen zu etablieren. Und vergessen wir mal nicht, dass in einer Demokratie Gaffer jederzeit eine Partei gründen könnten. Sie brauchen nur die quantitativ relevanten Zahlen dafür. Und die sogenannten Haider, deren tiefer Lebenszweck ausschließlich darin besteht, den Drachenlord durch Deutschland zu jagen und die in der Chipola-Matrix allesamt tief in der D-Kategorie stecken, könnten jederzeit eine Partei gründen, wenn die Zahlen dazu stimmen. Nun, das sind triviale Beispiele, aber die 20er Jahre in München zeigten doch sehr deutlich, wie weit man mit deutlich subtileren Pöbelstrukturen kommt. Der Pöbel kann auch extrem konservativ und gut angezogen sein. Pöbel kann reich sein. Dazu müsste man nur eine dieser reichen Messen besuchen. Doch dort hat natürlich nur der reiche Pöbel Einlass. Und reicher Pöbel träumt natürlich immer von der Oligarchie oder der Timokratie. Und denkt an Cipolla. Reichtum ist kein Prüfsiegel für überdurchschnittlichen Geistesreichtum. Wir leben in einer Zivilisation, die geradezu begeistert Dummheit mit monetären Boni belohnt. Sie sind überall. Platon und Sokrates bieten natürlich ihre Alternative an, die Aristokratie. Damit ist nicht das Wort gemeint, das in Europa die Nobilitas für sich beanspruchte, also die Edelleute, die sich irgendwann begonnen haben, Aristokraten zu nennen, was extrem unverschämt ist, denn Aristoi bedeutet auf Griechisch die Besten. Und wo sonst hat man mehr Dummköpfe und mehr Pöbel gesehen als unter den Adligen? Nein, die Aristokratie nach Sokrates ist die Herrschaft der Besten oder, wie Platon es sagt, die Herrschaft der Philosophenkönige. Platon beschreibt hierbei, wie ein neues Schulwesen geschaffen werden muss, das bereits vom frühesten Alter her auf der Suche nach Hochbegabung ist und einer Eignung als Herrscher oder Wächter. Und beide Ämter gehen bedingungslos mit vollkommener Armut einher. Und die Dummköpfe? Für die ist gesorgt. Sie sollen genau das Leben bekommen, das sie immer anstreben. Sie sollen die Chance haben, Belustigungen zu erleben, Leistungssportlern zuzujubeln, sich zu betrinken und tagsüber auf dem Feld zu arbeiten. Die glücklichsten Narren weit und breit. Aber eine Wahlstimme haben sie nicht. Dafür brauchen die einzelnen Bürger eben einen Wahlführerschein, der deutlich macht, dass sie den betrachteten Gegenstand hinreichend durchdrungen haben, um daraufhin eine Stimme abzugeben. Die abschließende Frage lasse ich nun unbeantwortet. Ist dieses gesamte Video ernst gemeint oder nur eine einzige Satire, die Herrn Cipolla reflektiert? Ich vermute, dass die Antwort darauf stark an das Weltverständnis des Betrachters gekoppelt ist. Und in diesem Sinne verlasse ich euch nun und überlasse euch euren Gedanken. Somit bis zum nächsten Mal. Professore Cipolla, grazie per gli affascinanti momenti.